Der Wald kommt aus der Luft. Diese Drohne wirft Samen ab. Baumsamen, so wie es auch die Bäume in der Natur tun. Nur ist die Drohne viel schneller und flexibler. Wir haben einfach keine Zeit. Wir brauchen den Wald als so vieles, als CO2-Speicher, als Erholungsort, als Holzlieferant, als Lebensraum für Tiere und vieles mehr. Und gerade im Klimawandel brauchen wir ihn einfach als Verbündeten und müssen deshalb schnell wieder aufforsten. Einen Hektar kann die Drohne in rund 10 Minuten besäen. Viel schneller als jeder Pflanztrupp. Sie erreicht unzugängliche Stellen, wo der Mensch kaum hinkommt. Und einmal programmiert, macht sie ihre Arbeit fast von allein. Das Konzept hat Ole Seidenberg mit zwei Freunden entwickelt. Als die drei Naturschützer bei einem Spaziergang von ihren Kindern gefragt wurden, warum der Wald so kahl sei, war die Idee geboren. Hier in Lüdenscheid haben sie im vergangenen Jahr ein Pilotprojekt gestartet. Der Wald, oder das, was von ihm übrig ist, gehört Gabriel von dem Busche. Insgesamt 2000 Hektar. Mehr als ein Drittel davon ist jetzt zerstört. Der Borkenkäfer hat sich innerhalb von nur 4 Jahren durch den Bestand gefressen. Ja, es ist natürlich psychologisch erstmal ein schrecklicher Zustand. Also man leidet als Waldbesitzer natürlich enorm. Heute blicke ich da schon wieder etwas positiver drauf, weil ich das jetzt als neuen Status quo akzeptieren muss. Also Krisen sind auch Chancen und Innovationstreiber und so versuche ich das auch hier anzugehen. Früher stand hier eine Fichtenmonokultur. Nun wünscht sich der Waldbesitzer klimastabilere Bäume und hat sich Unterstützung von Experten geholt. Vor gut 1,5 Jahren hat das Team von Ole Seidenberg bereits einen ersten Saatversuch mit der Drohne gestartet. Das waren damals Douglasien-Pellets. Die haben wir abgeworfen auf einem recht exponierten Südhang. Also ähnliches Bild wie hier, kahle Fläche. Allerdings haben wir damals nicht erahnen können, dass ein so trockenes Jahr wie 2022 erfolgte, was zur Folge hatte, dass dann letztlich die Bodenauflage so bretthart war durch die Trockenheit, dass eben die Samen, die im Boden waren, keine Chance hatten. Lehrgeld nicht nur für den Waldbesitzer, sondern auch für Ole Seidenberg und sein Team. Einfach mit der Drohne Baumsamen abwerfen, das funktioniert nicht. Ein Problem sind die Böden. Ist der Wald erstmal weg, verlieren sie innerhalb weniger Jahre ihre Fruchtbarkeit. Sie degradieren, wie es in der Forstwirtschaft heißt. Und gerade zu Beginn der großen Borkenkäferplage wurden die befallenen Bäume vielerorts schnell gefällt und aus dem Wald geholt. Riesige Areale wurden so gerodet. Das war sogar politisch gewollt. Aber was passiert dann auf den Kahlflächen? Fehlen Sträucher und Bäume als Schattenspender, können die Sonnenstrahlen bis zum Boden gelangen. Es entstehen Oberflächentemperaturen von bis zu 70 Grad Celsius. Moose und andere Bodendecker vertrocknen. Aber auch das Leben im Boden stirbt ab. Die Bodenstruktur wird zerstört. Und selbst das verbliebene Moos kann jetzt zum Problem werden. Wir haben letztes Jahr tatsächlich mal auch auf Moos gesät und haben dann ziemlich schnell festgestellt, wenn das hier so oben auf so einer Moosschicht drauf landet, unser Pellet, dann kann das zwar toll keimen, aber das Saatkorn schafft es nachher nicht oder der Sämling schafft es nachher nicht, durchs Moos durchzuwurzeln. Und was wir eigentlich deswegen schaffen müssen, ist immer irgendwie Kontakt zum Mineralboden, jedenfalls idealerweise. Das ist dieses schwarz-dunkelbraune hier, damit das Saatkorn oder der Sämling dann auch wirklich reinwurzeln kann und überleben und wachsen. Im vergangenen Herbst haben sie deshalb den Boden für den nächsten Aussaatversuch vorbereitet. Die oberste Schicht wurde mit Pferd und Rechen aufgelockert, um das Moos abzukratzen und den Mineralboden freizulegen. Die eigentliche Innovation aber liegt in einer komplett neuen Samenmischung. Wir haben als eigentlich erste im Markt eine Saatmischung entwickelt, die wirklich auch krautige und strauchige Arten mit in den Wald einbringt. Und das ist eigentlich eine Idee, die wir von der Natur abgeguckt haben, weil auch die würde auf solchen Freiflächen nicht gleich Bäume säen oder alleine losschicken, sondern erstmal krautige Pionierpflanzen, die überhaupt in der Lage sind, diese Hitze auszuhalten. Das ist das Besondere. Pflanzen wie Waldweidenröschen, Sauerampfer und wilde Möhre sollen die unterste Schicht bilden, um den Boden wieder zu bedecken und zu beleben. Dann können sich Pionierbaumarten wie Birke, Lärche oder Erle dort ansiedeln. Auch sie sind gleich im Saatmix mit drin. Wir bauen im Wesentlichen mit der Krautschicht eine Art Sonnenschirm für die Baumarten und untenrum eigentlich eine Art Wasserspeicher, weil die Wurzelkanäle dazu führen, dass auch leichter Wasser wieder im Boden gespeichert werden kann.
In ihrem Pilotprojekt testen sie jetzt, unter welchen Voraussetzungen Krautschicht und Bäume am besten gedeihen. Dafür haben sie ein Versuchsfeld angelegt, einen halben Hektar groß. Hier ist der Boden viermal anders vorbereitet. Mit Pferd und Rechen wie auf der großen Fläche, mit einem Bagger abgeschleppt, mit einer Harke aufgelockert und einmal ganz ohne Bodenvorbereitung. Noch ist unklar, welches der Areale die besten Ergebnisse liefert. Professor Konrad Jakisch ist Bodenökologe an der TU Freiberg und begleitet den Versuch wissenschaftlich. Er hat Sonden im Versuchsfeld aufgebaut. Sie messen die Temperatur und die Bodenfeuchtigkeit. Weil es viel geregnet hat, liegt der Wert gerade im grünen Bereich. Die Schwierigkeit ist, dass der Boden ja das Wasser natürlicherweise auch immer wieder verliert. Einerseits eben durch, dass es versickert, das andere, dass es eben auch verdunstet. So, und dass in der Situation, dass hier keine Vegetation draufsteht, das Ganze sehr extrem werden kann. Und beides wirkt dahin, dass es eben für die mikrobielle Aktivität, also das, was die ganzen, das ganze Bodenleben ausmacht, ungünstiger wird. Die Krautschicht soll nun helfen, das Bodenklima zu verbessern und an heißen Sommertagen die Bodentemperatur bei rund 20 Grad zu halten. Mit dieser Glocke untersucht der Ökologe, wie aktiv die Mikroorganismen sind. In der Kammer sammelt sich das CO2, das sie ausatmen. Als wir hier im Sommer waren oder im Spätsommer, sah das alles hier sehr tot aus und auch schon im Boden, sodass wir jetzt eigentlich ganz, ganz gute Werte hier in unserer Kammer messen, dass die Mikroorganismen jetzt nach dieser Kältephase gerade wieder gut arbeiten und viel zersetzen, was ja gut ist für unseren Boden und das ist ja das, was wir wollen. Auf welcher der Versuchsflächen das auch im nächsten Sommer gelingt, muss ich erst zeigen. Denn ohne Pflanzen und ohne Wasser fehlt den Bodenlebewesen wie Pilzen und Bakterien die Lebensgrundlage. Sie können nur in Symbiose mit den Pflanzen leben. Sie brauchen den Zucker der Pflanzen und geben dafür Nährstoffe an die Pflanzen zurück. Zusätzlich haben sich Ole Seidenberg und sein Team aber noch etwas anderes ausgedacht, um es dem Waldnachwuchs leichter zu machen. Die Pelletierung. Das Pellet macht die Verfügbarkeit von den Nährstoffen sozusagen besser und ermöglicht außerdem den Schutz gegen Mäuse, Schnecken, Vögel, dass es nicht sofort weggefressen wird, was normalerweise so zwei Drittel der Samen geschieht. Und auf der anderen Seite schützt es auch ein bisschen vor Frost und vor Hitze. Das heißt, es trocknet nicht sofort aus, das Saatkorn, sondern hat eben diesen Schutzmantel und bleibt auch an so einem Steilhang besser liegen. Ja, also kullert nicht sofort weg und es hat auch einen Grund, warum die alle verschieden groß sind, wie man hier sieht. Das heißt, jedes Pellet findet so seine Nische auf der Fläche. In der konventionellen Forstwirtschaft stößt der Ansatz noch eher auf Skepsis, da wissenschaftliche Daten fehlen. Noch. Gabriel von dem Busche setzt auf verschiedene Methoden, nutzt ein Netzwerk von Experten und probiert Neues aus. Er möchte, dass auch seine Kinder und deren Kinder wieder vom Wald leben können. Ja, die Chance ist, dass wir vorher hier einen relativ ungemischten Fichtenbestand hatten. Wir können jetzt hier sozusagen von neu überlegen, wie wir hier diesen Bestand angehen. Und das wird auf jeden Fall die Artenvielfalt und die Baumvielfalt hier enorm beschleunigen. Das Säen mit der Drohne kostet pro Hektar zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Baumsetzlinge für die gleiche Fläche liegen mittlerweile je nach Baumart bei 5.000 bis 15.000 Euro. Und das Drohnenteam sieht Vorteile gegenüber Setzlingen aus der Baumschule. Bei der Pflanzung kann schon sehr viel schief gehen, wenn das nicht fachgerecht erfolgt. Dann gibt es eine Wurzeldeformation und einen sogenannten Verpflanzungsschock, weil der Baum in der Regel aus der Baumschule kommt und dort sehr viel verwöhntere Bedingungen hatte als hier auf der Fläche. Beim Säen ist das nicht der Fall. Das Saatkorn findet seine Bedingungen vor Ort vor und muss damit klarkommen. Und dann kennt man ja diesen Spruch, nur die Harten kommen in den Garten. Und das gilt da auch so. Das, was am Ende übrig bleibt, ist in der Regel auch der stabilere Baum und auch das bessere Holz. Jetzt heißt es abwarten, wie die Saat aufgeht. Wenn die Versuche gelingen, könnten Saatdrohnen ein wichtiger Baustein werden, um den Wald der Zukunft zu erschaffen.